100% des Levels abgeschlossen. Ganz schön wenig Level dafür. Fortschritt 92%. Also ich würde mal sagen, wir sind... 400 Juwelen gibt es noch irgendwo. Die wird es dann nicht im Boss-Level geben, oder? Hatten wir hier schon reingeschaut? Metropolis hatten wir. Das haben wir. Das unten haben wir. Ist die Rennstrecke. Das haben wir. Das in der Höhle haben wir. Naja, wenn nicht, mache ich es im Nachhinein. Muss ich halt nochmal suchen. Treppen steigen macht so Spaß, Spaß, Spaß. Ryptos Arena. Okay, Sparrow, jetzt hast du die Kugeln. Und gleich wirst du Ryptor besiegen, richtig? Richtig? Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Erst hinter dieser Tür. Dankeschön. Kommt zurück, ihr nutzlosen Tiere! Hey, Kleiner, vielleicht kann ich helfen. Was? Du schon wieder? Yep, du willst den Energiekristall testen? Ich melde mich freiwillig. Ich halt auch schön still, versprochen. Die Idee mag ich. Drache, du bist geliefert! Ripto. Spyro, wir wollen dir im Kampf gegen Ripto helfen. Elora benutzt die Kugeln, um Power-Up-Energie zu speichern. Jäger bitte, die geladenen Kugeln zu werfen, wenn sie bereit sind. Der Professor experimentiert gerade mit neuen Formen von Power-Up-Energie. Bald wirst du also Fähigkeiten haben, die noch niemand zuvor gesehen hat. Alles klar. Wo? Seh's nicht. Da. Ah. Was ist das? Muss ich ihn treffen? Na, ah, daneben. Das heißt, er wird auch Fähigkeiten haben. Oh. 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 Mann! Wann? Grün? Rotes Feuerkugel, okay. Grün? Und blau? Mist. Wow. Wow. Oh, das ist gut. Mann! Der ist genauso gut im Ausweichen wie ich. Aua! Was ist grün? Treffer! Wo ist er? Treffer! Ja damit! Ja damit! Aua! Ja damit! Meiner. Meiner. Oh. Langer Kampf. Wahrscheinlich nur erste Phase, wa? Hm. Jetzt macht er wieder sein Ding.
Was? Achso, ich muss ihn treffen. Schön. War ein guter Run. Nein. Oh, jetzt ist er direkt reingelaufen, weil er mir gefolgt ist. Treffer. War doch klar. Oh, jetzt zielt er sogar. Jetzt kann er sich mehr darauf konzentrieren. Verstehe. Ey, lass mich mal nehmen. Danke. Aua. Toll. Ist ja richtig gelohnt. Aua. Toll. Mann, hör auf damit. Na. Ach so. Er braucht eine Weile. Gut zu wissen. Gib's mir! Gib's mir! Also. Schön. Meine. Meine. Jawohl, die brauche ich. Nein, noch ein Treffer. Noch ein Treffer und dann haben wir ihn. So, nehme ich. Aua, nehme ich. Oh, ich bin gleich tot. Bin gleich tot. Danke, Schaf. Du hast mich gerettet. Glück gehabt. Ach, meine Güte. Oh, ich kann fliegen. Schönes Ding. Aber dafür habe ich kein... Doch, ich habe wieder volles Leben. Ein Glück. Aua. Ich... Hör nur, ich sehe nichts. Jetzt haben wir ihn gleich. Nichts mehr mit Ausweichen hier und sonst was. Kann ich da auch hinfliegen? Stimmt nicht, ne? Das war meine Chance. Willst du mich verarschen? Okay. Wo ist er? Da. Ja. Ja. Ripto besiegt. Das heißt, wir haben ein Level vergessen. Oder es kommt erst danach. Hey! Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Ich schätze, du musst jetzt gehen?
Ja, es wird Zeit. Die Drachenwelten vermissen mich bestimmt und mein Urlaub wartet auch noch auf mich. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je. Bevor du gehst, ich glaube, Geldsack möchte dir etwas geben. Hm, ich möchte das sicher nicht. Jäger? Die ganze Zeit ist Jäger so ein Feigling, ey. Geldsack tut es leid, dass er dir auf der Reise durch Avala so viel abgeknöpft hat. Behalte die Edelsteine als Dank für deine Hilfe. Jawohl. Wow, danke. Sparks, nimmst du sie mit? Lass mich die neuen Koordinaten eingeben. Da! Spyro, jetzt kannst du zum Drachenufer. Hey, wieso kommt ihr nicht mit mir? Urlaub würde euch sicher gut tun. Das geht leider nicht, Spyro. Ripto mag weg sein, doch er hat während seines Aufenthalts viel zerstört. Wir müssen hier aufräumen. Aber denk dran, dass du immer vom Drachenufer nach Avala zurück kannst, um uns zu besuchen. Oh, okay. Komm schon, Sparks. Wir haben dringend einen Urlaub nachzuholen. Ja! Ja! Ich überlege gerade, ob das die gleichen Credits waren wie beim letzten Mal. Die Melodie ist die gleiche. Aber trotzdem, lassen wir es durchlaufen. Also ist auf jeden Fall jetzt noch nicht vorbei, weil wir haben... entweder haben wir eine Welt vergessen oder die Welt kommt erst jetzt. Nach den Credits. Yi Wei Huang. Andy Salvo. Naja, dann... denke mal, nach der Folge... noch eine Folge... und dann wird's wohl zu Spyro 3 gehen. Und dann ist die Spyro-Reihe durch. Ich weiß sogar schon, welches Spiel danach kommt. Aber ich sag's euch nicht. Aber Spyro 2 hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also hat nochmal ordentlich einen draufgelegt nach Spyro 1. Spyro 1 wurde mit der Zeit so ein bisschen eintönig, aber hier durch die ganzen verschiedenen Minispiele noch dazu und Quests so gesehen, es hat echt einen Sprung gemacht. Weiß ja nicht, wie es bei den Originalen, wie es bei den originalen Spielen von damals aussah, wie weit die auseinander waren. Aber dadurch, dass man die jetzt so zusammen hat, merkt man wirklich, ja, da ist ein Fortschritt, ein ganz großer. Akt 4. Bin mal gespannt, wie Spyro 3 dann wird. Muss ja nochmal um einiges geiler sein. Ich freue mich schon drauf, wirklich. Aber wie gesagt, wir haben noch eine Welt vergessen oder die kommt erst jetzt gleich, dann demnächst. Nachdem wieder die extrem langen Credits durch sind. Verdiente Credits. Aber das muss sein. Man muss ein Spiel ehren. Ja, das hatten wir auf jeden Fall schon. Glaube ich. Sledgehammer Games. Bam, bam. Character Artists.
Environment Artists. Spyrocles. Ich mach schon wieder dasselbe, aber die Melodie ist aber auch so. Geil. The Car Wash Inc. Counter Punch Studios. Animation Supervisors Josh Hardeman, Adam Meyer. Forge Studios. FXville Inc. The G Factory. Bum 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 bum. Ghostbot Inc. Little 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 little. Ba 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 ba. Luxia Digital, a keyword studio. Aber ich mag diese Verfolgungsjagden mag ich überhaupt nicht. Weil das hat eigentlich nichts. Na, wie soll ich sagen? Man hat nicht das Gefühl, dass man einfach nur die Strecke gut können muss, sondern wirklich, man muss ausdauernd die ganze Zeit hinterherrennen, bis er dann irgendwann mal langsam wird. Und wenn man es mal wieder verpasst, dann, naja, muss halt von vorne anfangen. Das ist ein bisschen anstrengend, aber ansonsten ist das Spiel, war wirklich, gerade durch die ganzen Szenen und so, die in jeder Welt auftauchen, fand ich echt lustig, schön zu spielen. Und es hat vieles, vieles besser gemacht als der erste Teil. Aber der erste war auch gut. Om Nom Workshop. Original Force. Deswegen, ich bin mal gespannt, was der dritte Teil dann... Rapcat. Was der dritte Teil dann noch zu bieten hat. Squeeze Studio. Ey, der hat ein Einhorn auf seinen Becher. Der kleine Sparky mit seiner Sonnenbrille. Audio Support, Clean Cuts. The Sound Lab. Bap, bap, a very special thanks to Insomniac Games. Bam, 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 bam. And a super special shout out to all original Spyro the Dragon team members who contributed to the original three games. Activision Central Studios. Global Product Management, Marketing and Public Relations. Tra-la-la-la, Activision,
Executive Team. Division International Legal. Art and Production Services. Das Spyro-Spiel Consumer Insights. Auch zu 100% durch. Consumer Products mit allen Schätzen, mit allen Kugeln, mit allen drum und dran. Also jetzt noch nicht, aber dann. Ob dann auch 120% steht anstatt 100? Wie bei Spyro 1. Consumer Relations Management, Marketing Technology. Experiential Marketing, Finance. Global Digital and Mobile Sales. Och, ich finde es gut. Credits erstmal so 20 Minuten, eine ganze Folge durchlaufen. Also, ist das nicht schön? Eine ganze Folge nur Credits? Global It. Nein, ich werde natürlich nicht eine ganze Folge nur Credits raushauen. Das wäre ja... Obwohl, könnte sein, dass es auch jemandem gefällt. Am besten mache ich so ein Best of Credits Spyro 1, 2 und 3. Das wird bestimmt jedem gefallen, wenn sie dreimal dasselbe, dreimal dasselbe sehen können. Gespannt. Im dritten Teil, ich meine, im ersten Teil gab es ja eigentlich nur Drachen, oder? Also man hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass da noch andere Charaktere kommen. Ich habe schon wieder vergessen. Ah ja, dieser Ork-Typ. Wie hieß denn der nochmal? Ich habe es vergessen. Wie hieß der Boss vom ersten Teil? Nark. Nasty Nork. Genau. Global Media. Ich bin mal gespannt, ob wir im dritten Teil dann noch mehr neue Leute kennenlernen. International Brand Management and PR. Ich glaube, denke aber schon. Ja, ansonsten wäre es ja irgendwie merkwürdig. Also, es wäre nicht merkwürdig, aber wäre halt wahrscheinlich cooler mit neuen Charakteren. Ach ja, so ist es mit den Credits. Aber Hauptsache geile Musik. Xenia Backtold. Tim Lion, Legal, legal. Das Spiel ist legal. Oder es ist paralegal, Nummer 3.
Music Department. Player Support. Also die Credits kann ich noch 153 Stunden lang aufnehmen, bevor meine Festplatte voll ist. Das wären 300 Folgen. Soll ich es mal machen? Einfach durchlaufen lassen? Wenn zu Ende, dann gleich wieder von vorne? Einen schönen Loop von 153 Stunden? Oh, das müsste man mal wirklich so als Running Gag bringen. Einfach jeden Tag eine Folge Credits von Spyro. Platform Strategy and Partnerships. Production Services and Localization Europe. Da. Quality Assurance. QA Functionality. Ich kann wirklich eine ganze Folge draus machen. Da 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 da. Bam, bam. Nico McLaughlin. QA Submissions. QA Labs. QA Information Technology. QA Technical Requirements Group. QA Special Thanks. Retail and Sales. Sales. Studio Operations. Supply Chain Operations. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam. Activision Special Thanks. Audio services provided by Formosa Interactive. Bozone oder Bozone. Bozone. Buz. Egal. Chris Cox. Dr. Cox. Gleich geschafft. Year of the Dragon wird dann unser nächster Teil, nachdem wir gleich noch die restlichen Sachen gemacht haben. No sheep were harmed during the creation of this game. A few gnorks, but no sheep. Thank you for playing. Der Typ da unten mit dem Hund. Was macht der für einen Blick? Also der mit dem... Ja, ich kann jetzt nicht raufzeigen. Schade.